Hallo und herzlich willkommen beim Let's Play zu Grimdawn Ashes of Malmuth. Seit dem 11. Oktober 2017 ist das Add-on raus und es wurde erst kürzlich ein neues Add-on angekündigt. Das wird wahrscheinlich so im Sommer oder im Winter, ja, so Herbst wahrscheinlich auch wieder erscheinen, wie eben Ashes of Malmuth. Ich möchte gerne auf Veteran mit einem, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, was ich für eine Klasse machen soll, weil wir haben zwei neue und es gibt natürlich wieder sehr viele Möglichkeiten, weil wir ja zwei Klassen kombinieren können. Ja, ich habe alles komplett gelöscht, also wir haben, ich glaube nur Transmogrifikationen noch zur Auswahl von alten Items, aber man kann die Cloud-Dateien wahrscheinlich irgendwie nicht löschen. Ich habe schon vieles versucht und leider bin ich nicht dazu gekommen. Ja, was bringt das Add-on? Eben zwei neue Klassen, ein neuer Handlungsstrang bis auf Level 100 und denke viele neue Items, Fraktionen und so weiter. Das gibt es momentan für ungefähr 16 Euro zu kaufen, das Add-on. Das andere ist, glaube ich, minus 75% und das Add-on Ashes of Malmuth ist, glaube ich, momentan minus 15% oder minus 25%, glaube ich sogar. Ja, starten wir mal. Ich tue mal die Eröffnungssequenz überspringen, weil sie sehr laut ist auf meinem PC, weil ja, die Zwischensequenzen immer sehr laut sind, weil sonst höre ich nichts oder vom Game. Okay, es ist nicht so laut gewesen, zum Glück. Aber wenn ihr das gerne anschauen wollt, dann kann ich euch gerne auf YouTube natürlich das Intro reinstellen in die Kommentare unten. In den Kommentaren seht ihr auch, dass ihr am besten keine Spoiler gibt zu Story und Items. Ihr dürft gerne mir natürlich ein paar Sachen sagen, wo ich zum Beispiel am besten farmen soll oder was ich am Charakter verbessern soll und so weiter. Aber bitte nicht gerade so extreme Spiele, gell? Weil ich habe jetzt schon längere Zeit nicht mehr Grimdawn gespielt. Ja, okay, es war nicht so lange her. Ich glaube bis zum Add-on und dann wollte ich das Add-on kaufen, hatte aber zu wenig Geld beziehungsweise einfach nicht das Geld für Passive Card dabei, weil ich habe ja ein paar Probleme mit meiner Schwester, die mir Geld wegnehmen muss, weil es sonst nicht geht und so. Deshalb habe ich so wenig Geld momentan, aber es geht jetzt dann schon viel besser. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß. Ich werde natürlich nicht allzu viel über das Spiel gerade so sagen, also ich werde es relativ schnell spielen, das Spiel. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare schreiben. Und der redet gerade, weil ich ihn angeklickt habe. Ja, wenn ich halt irgendwie etwas nicht gerade so gut mache, das soll, ihr dürft gerne mehr ein bisschen Kritik machen, gell? Weil ich bin jetzt schon ein bisschen erbost für Leute, die einfach ohne Grund, ohne die Videos zu schauen, disliken. Also irgendwie so Hater oder so. Und wenn es allzu viel Gehate gibt, werde ich wirklich die Bewertungen ausmachen. Schreibt es doch einfach in die Kommentare, was ihr nicht gut findet an mir. Ihr dürft ja gerne eine Entschuldigung haben, wenn ich halt irgendwie ein bisschen böse gewesen war, wegen dem Server und so. Aber also. Ja. Ja, ich bin immer noch am Leben. Ich bin wirklich ein Glückpilz und ja, so eine Art Corruption, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, hat sozusagen Inbegriff von unserem Körper genommen und wir haben irgendwie dadurch einen Buff bekommen, aber irgendwie nichts Negatives scheinbar. Ja, was ist passiert? Wie bin ich hierher gekommen? Ja, besessen. Ein Geist hat deinen Körper verlassen, bevor es mit dir zu Ende ging. Aha. Okay, wir müssen zum Captain, der ist auf der Straße, auf dem Vorplatz. Und ja. Ja, er bereut sich nicht von meinem Strick.
Wo ist der Strick? Hier ist der Strick. Okay. Ja. Dann mal, wie können wir mal schlagen? Trainingsdummy. Okay, es ruckelt ein bisschen. Ich stelle mal ein bisschen etwas runter, weil irgendwie ist das nicht gerade so gut optimiert. Das Spiel hat doch sehr viel... ja, irgendwie eine Überlastung, habe ich so das Gefühl. Tiefenunschärfe mache ich mal aus. Ich glaube, Ambient Occlusion ist jetzt auch nicht so extrem, dass es runtergeht. Ich mache die Sachen runter, die natürlich nicht gerade optisch etwas weniger machen. Ich hoffe, dass es einfach jetzt besser geht. Ah, da oben haben wir sowieso FPS. Also es liegt wahrscheinlich nicht an meinem PC, nicht an den FPS, sondern am Spiel leider. Ja, ich bin vom Tod von der Schippe gesprungen und ich sehe eigentlich nicht schlecht aus. Ja, die Geister machen sozusagen den Körper untot und dann stehen sie als Zombies wieder auf. Also, wie gewohnt bei Horrorfilmen mit Zombies und so. Ja, wir sollen im Devil's Crossing, das ist ein altes Gefängnis, retten. Ja, eben die Körper der Toten stehen immer wieder auf und ätherische Energie macht das sozusagen. Und das sind wahrscheinlich so Geister. Also wir müssen nach Burial Hill gehen, das ist ein kleines Städtchen, glaube ich, oder so. Ja. Okay, wir sind hier doch ein bisschen willkommen, auch wenn wir natürlich ein bisschen verseucht sind. Wahrscheinlich ein bisschen stärker als die anderen sind. Was ich noch mache, ist ein bisschen den Ton leiser. Also für mich ist es gerade... Oder Moment kurz, ich mache ihn wieder lauter. Aber mein Herz ist ein bisschen leiser. Bei mir ist es ein bisschen zu laut. So. Gut, also. Bei Level 1 können wir... also, jetzt sind wir Level 1. Bei Level 2 können wir dann eine Klasse wählen. Ich bin ein Fan von Necromant. T, wahrscheinlich werde ich ein Necromancer und probiere da ja so gut wie möglich mit Minions zu spielen, weil ich liebe eigentlich Minions-Builds bei Action-Rollenspielen, weil ich eher so der Befehlshaber bin als der Schnetzler und so Sachen. Ich bin zwar auch gerne Schnetzler, also Off-Tank und so. Aber, ja, ich finde immer zum Anfang sollte man einen Minion-Build nehmen. Weil ich habe null Items, ich habe wenig Erfahrung vom Spiel. Es hat schon viel mit dem Add-on wieder gebracht und man... Es ist einfach relativ wenig Standard. Also das Spiel hat wirklich viele Features, die nicht so gang und gäbe sind. Also natürlich, es gibt ganz viele Sachen, die eigentlich relativ gleich sind, weil es einfach ein Action-Rollenspiel ist. Aber ja, in so einem Art düsteren, bisschen erwachsenen Setting. Und es kommt immer extrem auf die Items an, die man findet. Und wenn wir jetzt irgendwie nehmen, dann sagen wir einen Schamane nehmen mit Blitzen, dann müssen wir immer Items finden, die Blitze verstärkt. Weil sonst ohne Verstärkungs-Item für Blitze ist man dann zu wenig stark. Und im Nahkampf hat man dann plötzlich zu wenig Schaden, weil wir nicht eine gute Waffe haben, die Waffen zuerst finden muss oder craften muss. Deshalb nehme ich wahrscheinlich Nekromant und Okkultist. Als ein perfekt, also eigentlich ein sehr guter Minion-Bild, hoffentlich. Also hier haben wir scheinbar Skelette auferstellen lassen, ja. Hat zwar nur 3 Beschwörungslimit, aber vielleicht wird es auch mehr sein dann später. Oder sie werden einfach viel stärker. Da ist Beschwörungslimit höher machen, sehr gut. Ja, dann machen wir natürlich so schnell wie möglich hier hin. Also bis hierhin 10 und bekommen dann untote Legion. Also was wir machen ist jetzt mal 2 reintun und ein Skelett auferstehen lassen.
Jetzt müssen wir mal noch die anderen schauen. Essenzentzug, das ist so ein Heilungszauber mit Ätherschaden. Sensenschlag ist eine Wahrscheinlichkeitsattacke, 8% Benutzerwahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich für Nahkampfbuilds. Hat aber Life Leech, also Leben pro Treffer. Da haben wir einen Buff später. Und das ist scheinbar auch ein Buff. Aber das brauchen wir eigentlich nicht. Okay. Ja, beim Okkultist weiß ich dann natürlich mehr. So, hier haben wir den Devation Screen sozusagen. Und es sind sozusagen Sternbilder, oder? Und die kann man dann auch noch wählen pro Schrein, den wir finden, zerstören. Bekommen wir eins übel. Und da gibt es ein paar Notes, ich weiß es nicht, glaube ich, hier irgendwo, die auch Minions stärker machen. Tut mir leid, kurz. Ich finde es gerade nicht. Schakal muss irgendwo hier sein, glaube ich. Ja, ich finde ihn nicht, den Schakal. Rates Gift. Ja, wir werden den suchen dann später. Ich glaube, hier unten ist noch eine. Ja, Bonus für alle Kreaturen, 4 kritische Schaden zum Beispiel. Hier drüben ist auch eine. Ja, 12 auf alle Schadenstypen. Also immer alles mit Bonus für alle Kreaturen hilft unser Bild sozusagen. So, hier haben wir 3 Attribute zum Wählen. Ein Minion Master hat eigentlich recht viel Konstitution und Geist und ein bisschen Raffinesse, also ein bisschen alles. Wir werden zuerst auf Konstitution gehen, damit wir auch ein bisschen stärker sind. So, benutzen mal das Gewehr. Und ja, wir machen mal den hier hin. Den brauchen wir nicht so oft. So, direkt mal einer mit einer Armbrust und 2 mit einer Keule. Okay. Oh, der schießt aber recht schnell. Wenn wir dann noch einen Notz haben in Angriffsgeschwindigkeit für die Minions, dann wird das ja mega schnell. Ich muss eigentlich gar nichts machen. Wir sind ja mega OP schon. Cool. Ja, beschleunigen wir das mal ein bisschen. Wir haben noch ein paar Kisten. Also ich denke, ich mache die Grafik wieder höher. Ich habe so extrem viele FPS. Okay, es schwankt extrem. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich dürfte gerne mir ein paar Tipps geben, weil ich habe ja einen super PC. Ich sollte das nicht legen. Vielleicht ist es wegen der Oben-Broadcaster-Software, dass man einfach, wenn man Videos macht, halt ein bisschen runterschrauben muss. Aber eben die Grafik verändert sich überhaupt nicht. Ich weiß noch, ich habe manchmal auch ein bisschen gespielt, nebenbei, neben den Videos, die ich schon gemacht habe. Ich habe schon mal mehrere Let's Plays begonnen, aber das Spiel war einfach nicht gerade so angesagt bei den Leuten. Deshalb habe ich die nicht weiter so gemacht. Ich werde auf jeden Fall dieses Mal recht weit spielen. Ich denke sogar fertig spielen. Ich hoffe, ich komme recht weit. Eventuell werde ich dann einfach ein bisschen grinden neben der Aufnahme. Dass ich mal irgendwie welche Gebiete wiederhole und so Sachen. Aber sonst eigentlich eben alles zeige. Also wirklich nur das stupide Grinden. Oder das jetzt weiß ich gerade nicht, wie das heißt. Crucible, genau, Crucible. DLC einfach immer wieder grinde. Das werde ich einfach ein paar Mal zeigen natürlich und dann ist es natürlich nicht mehr so interessant, klar. Gut, dann haben wir eine bessere Rüstung hier mit auch Energieregeneration. Ja, ein bisschen mehr Ding brauchen wir nicht unbedingt. Rüstung, genau. So. Ja, dann können wir schon weitergehen. Also ich werde relativ schnell spielen. Wenn es euch ein bisschen zu schnell geht und alles, dann kann ich gerne ein bisschen langsamer spielen und so weiter. Aber das Spiel streckt sich schon ein bisschen. Da möchte ich schon ein bisschen natürlich mehr Spaßiges zeigen. Vor allem der Endgame dann ein bisschen ausführlicher machen.
weil wir müssen das Spiel sozusagen zweimal nochmal wiederholen, weil wir drei Schwierigkeitsgrade haben und das tut sozusagen stocken. Also man muss bei normal zuerst das Spiel durchspielen, dann kommen wir zu Veteran, glaube ich, und dann kommen wir zu Elite, wenn ich jetzt richtig alles in Erinnerung habe. Und das Spiel geht bis Level 100, wenn wir dann mit Elite fertig sind, dann haben wir sozusagen bald Level 100 erreicht. Ja, vielleicht muss man schon ein bisschen grinden nachher noch, klar. Aber eben, das Spiel geht lange, denke ich mal. Wir werden aber auch immer viel Spaß haben. Ich persönlich mag Action-Rollenspiele, Hack'n'Slays, so gerne, dass ich kaum ein Spiel nicht kaufen möchte. Also es gibt so manche Spiele auf Steam, die nicht gerade so extrem Action-Rollenspiele sind, sondern eher so Taktik-Rollenspiele und so, also Taktik-Hack'n'Slays, die mag ich dann nicht mehr so. Also zum Beispiel wie heißt der Kerl schon wieder? Einer heißt, glaube ich, Victor Vran oder so etwas. Das ist von einem anderen Game. Auf jeden Fall habe ich da nicht gerade so viel Lust darauf. Weil man schon am Anfang eigentlich extrem OP ist oder auch extrem schwere Gegner hat und so weiter. Ich mag es lieber, wenn es wirklich, ja, leicht anfängt, aber der Charakter nicht OP ist, dass er sehr viel Schaden bekommt, wenn er geschlagen wird. Ich kann es ja jetzt mal kurz zeigen, ich werde wahrscheinlich schon ein bisschen Schaden bekommen, wenn ich einen hitten lasse, den Charakter hitten lasse. Und das finde ich besser. Bei Path of Exile ist es zum Beispiel so, dass man von den Anfangsgegnern echt viel Schaden bekommt, dass man fast schon echt schwer verletzt ist durch einen Schlag von einem Zombie ganz am Anfang. So, jetzt haben wir hier mal die zweite Sparte, Level 5, 5 Punkte hier investiert, die freigeschaltet. Ich möchte gerne, ich glaube Knochenernte ist es. Ist eigentlich recht interessant. Ah, da gibt es Bonus für alle Kreaturen, Lebenskraftschaden und alle Schadenstypen. Wir müssen aber sozusagen jede fünfte Sekunde nochmal angreifen. Eventuell dann für später noch nicht investieren. Komm, wir machen nochmal vier Punkte. Jetzt nochmal zwei Punkte rein, damit wir vier Punkte haben. Und jetzt haben wir Level 4. Jetzt haben wir, glaube ich, Konstitution und Geist genommen. Ja, machen wir nochmal auf Konstitution. So, Inventar ist leider bald voll. Okay. Ah, da ist jemand, der Faldis. Wir haben hier draußen, wir werden hier draußen alle sterben. Beruhigt euch, woher kommt ihr? Ich blieb mit der Gruppe von Überlebenden unter in Devil's Crossing. Du weißt schon, das alte Gefängnis, aber dann wurden die Vorräte knapp. Ich meldete mich freiwillig in Level Crossing zu plündern. Dachte, es wären sicher genug, aber ich lag falsch. Ich hörte es von einem Pack gefräßiger Riftgeißen bis hierhin verfolgt, aber ich kann ihr unerträgliches Dahinjagen nicht mehr hören. Ich muss mich wohl dafür bei dir bedanken, aber es spielt keine Rolle. Die Gegend wird von Toten überrannt, wir werden es keine 5 Fuß weit schaffen, ohne umzingelt zu werden. Ja, werden wir, ich glaube, ich könnte ein Riftgate öffnen. Das sind sozusagen so Portale aus diesen Geistern, die, wo wir besessen sind. Ja, es fällt mir schwer zu glauben, ich glaube schon. Ich würde mich auch nicht so gewöhnen an das. Wir haben jetzt gleich einen Waypoint, sozusagen einen Portalpunkt bald. Werden wir jetzt noch nicht zurückgehen, auch wenn unser Inventar bald voll ist. Ich habe keine Geister mehr, weil ich scheinbar gestattet habe auf dieses Skelett. Ding, den Punkt. So. Jetzt haben wir leider, glaube ich, keine.
Ja, wir haben alles Nahkämpfe. Ich möchte gerne Fernkämpfe haben. So, jetzt können wir erst wieder wählen. Ja, jetzt haben wir wieder ein Fernkämpfe. Das ist ein bisschen ausgewogener und ja, die können schneller angreifen scheinbar. Habe ich so ein bisschen bemerkt. Also ein bisschen Ahnung habe ich vom Skilltree, das gebe ich ja zu. Ich habe ja auch ein bisschen erklärt. Aber was jetzt eigentlich skillen müssen, habe ich eigentlich nicht so viel Ahnung. Ich habe nur eine Ahnung, weil ich kurz in einen Guide reingeschaut habe, über einen Äther, also der mit Äther Schaden macht. Und Lebenskraft, glaube ich, war es auch noch. Und nimmt auch Knochenernte relativ am Anfang. Aber da haben wir, glaube ich, noch etwas, genau, das habe ich auch gehört, Seuchendämon herbeirufen. Ich denke, den können wir auch skillen, oder? Also, wollen wir überhaupt skillen? Ah, der hat zusätzliche Bedrohung, ja, den brauchen wir. Ja, nur Bedrohungsdaten wahrscheinlich noch. Okay, da können wir sogar 3 beschwören. Wie viel können wir hier beschwören? Also hier können wir nichts, also nur einen beschwören. Mit dem können wir 3 beschwören. Aber er hat nur eine Lebensdauer von 8 Sekunden, okay. Jo. So, da haben wir das erste Rift Gate. Also immer wenn sie dann violett werden, dann sind sie unser. Und wir können dann immer wieder zu diesem Gebiet kommen. Gehen wir mal kurz zurück, einfach mal kurz verkaufen. So. Ja. Ich schaue gerade auf die FPS, aber ich sehe sie nicht so gut. Also ihr seht so im Video, glaube ich, auch, weil ja, das Spiel buggt so ein bisschen bei der Anzeige im Vollbildmodus. Deshalb spiele ich da im Bildschirmaufnahmemodus. Und dann könnt ihr ja ein bisschen sehen, also ich habe momentan 61 und jetzt 59 FPS. Sollte eigentlich gut und flüssig laufen, aber wahrscheinlich ist das Spiel wie Path of Exile auch wieder ein bisschen zu überlastet von den Add-ons und so. Die Engines von diesen Spielen sind meistens nicht so gut. Das finde ich ein bisschen schade, weil ja, das kommt immer wieder zu diesen Lag-Spikes und das ist natürlich nicht so toll. Aber gut, es ist kaum zu merken. Also ich denke, im Video wird es weniger zu merken sein. Und eben, sonst muss ich halt noch ein bisschen die Grafik, vor allem Anti-Aliasing oder so, ausmachen. Ich habe ja sowieso Anti-Aliasing über das GPU eingestellt. So, diese Ätherkristallen, also die violetten Items, sind immer sozusagen die Items, die am Charakter gebunden sind, einfach weil sie irgendwie storybehaftet sind von einer Quest oder einfach irgendwie etwas zum Kräften ist. Und ja, das macht sozusagen ja, die müssen wir einfach sammeln. Also zum Beispiel Schrott müssen wir sammeln und Ätherkristalle müssen wir sammeln. Einfach alles aufheben, was ihr findet. So, dann haben wir wieder Geist. Ungerade ist Geist, ungerade ist Konstitution. Und Raffinesse mache ich dann ab und zu, wenn ich brauche. So werde ich ungefähr skillen bei den Stats. Gut. Ja, jetzt sind wir am Friedhof, da gibt es natürlich mehr Zombies. Nein, meine Katze ist gerade auf meinem Pulte hochgesprungen, ich bin fast erschrocken. So. Nicht wecken, gell? Die Hand der Katze ist auf meinem, eine Kommode sozusagen. Das ist ein länglicher Kasten, also einer, der in die Länge geht. Und da drauf ist eben die andere Katze, also meine richtige Katze. Die andere ist ja relativ meiner Schwester ihre Katze. Und die neckt immer meine Katze, weil sie ja weniger stark ist. Das ist zwar ihre Schwester, aber ja. Hallo. Alles beschnuppern. Heute
Let's play über meine Katze, nicht über das Spiel. Nein, über die Katze. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Die Katzen brauchen Aufmerksamkeit. Gut, jetzt ist sie wenigstens wieder weg. Jetzt kann ich wieder in Ordnung spielen. So. Sind die tot? Nein, die sind noch nicht tot. Ich habe sie nur nicht gerade gesehen. Das sind so mega gut getan. Da ist ein Skelett und das andere ist tot wahrscheinlich. Habe ich da eine Anzeige? Ja, das andere ist jetzt gestorben. Dann können wir nochmal herbeirufen. Ja, da, die haben jetzt Äxte. Gut. Weil scheinbar haben sie noch wenig Resistenz gegen diese Äther Pfützen da. Und dann steht man, sterben sie halt ein bisschen schneller. Okay, das Okulisten ja, hat leider nichts. Hat nur Fluch der Schwäche. Ich dachte, der hat Minions Verstärkungsnutz. Also eben unbedingt die Items priorisieren, die auf die Minions haben. Die Bonus. Oder Bonis. So. Wir haben den vorher schon gesehen, da oben haben wir einen Schrein, den ersten Division Schrein. Oder auf Deutsch Divisionsschrein. Und entweder, wenn man ihn zerstört, kommt Kreaturen raus. Es passiert gar nichts, wie zum Beispiel bei diesem Schrein. Oder ich glaube, es kommen immer nur Minions raus. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber auf jeden Fall gibt es auch eine Belohnung ein bisschen. Dann, wenn Minions rauskommen. Ja, wir brauchen dafür einen Äther-Kristall. Das haben wir ja gesammelt. 6 Stück. Einen investieren wir jetzt. Ah, wir bekommen Belohnung, wenn keine Kreaturen rauskommen. Okay. Das habe ich da ein bisschen verwechselt. So, jetzt haben wir wieder nur 2 Minions. Die sterben recht schnell, habe ich so das Gefühl. Ja, wir haben jetzt noch nicht so viele Punkte reingesetzt. Ist schon klar, dass sie ein bisschen schneller sterben. Wir werden einfach immer wieder sie herbeirufen. Gut, jetzt haben wir leider keine Fernkämpfer mehr. Aber ja. So, nochmal ein Level. Prima. Geht schnell am Anfang. Ja, wir haben jetzt. Jetzt können wir nämlich nochmal ein Skelett extra. Die werden immer wieder getötet, wenn man da einen Punkt dran setzt. Egal ob bei den Passiven oder bei der Attacke oder dem Minion beschwören. So, im Geist haben wir jetzt. Nein, wir haben ungerade Geist, also Konstitution. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, wir werden einfach ein bisschen. Ah, wir können anzeigen. Mit was? Irgendwie kann man die anzeigen. Ah, wir müssen einfach drauf gehen. Punkte vergeben, hier ist 0, da haben wir 3, da haben wir 2. Also kommt jetzt wieder Konstitution. Okay. Prima. Also einfach der Zeiger draufhalten. Dann habt ihr eine Anzeige. So, jetzt kommen 4 raus. Ah, und 3. Also wir müssen einfach nochmal einsetzen, okay. Das Beschwörerlimit ist 3. Ist 4 jetzt. Ja, da sind wir ein bisschen stärkere Gegner. Vor allem die da, den ich jetzt gerade besiegt habe. Und die Feuer hier. Bringer der Tote. So. Aber kein Skelett ist gestorben, gut. Ja, also dann können wir eigentlich zurückgehen. Hä? Und wir gehen gerade mal zum Portal, weil hier ist relativ nah am Portal. Da haben wir das schon auf der Sichtweite vom Radar. Gut. Ja, das Video ist leider auch schon wieder vorbei. 30 Minuten sind erreicht. Wir gehen jetzt zum Portal und dann machen wir nächstes Mal mit der Story weiter. Gell? Gut. Also, dann danke sehr fürs Schauen. Und
wie immer, ihr dürft Kommentare schreiben, ihr dürft Wünsche schreiben, ihr dürft Kritik schreiben. Macht's. Und ja, viel Spaß noch mit anderen Videos natürlich und einen schönen Tag. Tschüss.